Los Angeles. Stadt der Engel, Stadt der Träume, Stadt der Schönen und Reichen. Hier in der Megametropole am Pazifik beendet der BVB seine Saison. Hallo, hallo. 50 Jahre nach dem letzten schwarz-gelben Besuch betritt Borussia Dortmund wieder amerikanischen Boden. Im Fokus der Reise das Freundschaftsspiel beim Los Angeles Football Club. Die University of California, Los Angeles. Eines der renommiertesten und beliebtesten Colleges der Welt. Am malerischen Campus der UCLA hat der BVB die große Ehre zu trainieren. Allerdings lag Albert Hammond mit seinem Welthit von 1972 daneben, sang er doch It Never Rains in Southern California. Prominenter Trainingsgast, NBA-Legende Steve Nash. Und Christian Pulisic lässt es sich nicht nehmen, mit dem Altmeister ein paar Körbe zu werfen. He's pretty good. He scored on me. I gave him a few chances, but he did score on me. And he can shoot. And he's got range. He can shoot from three. And I know he's faster than me. So he might have been a really good basketball player. Und nicht nur auf dem Fußballplatz gibt Borussia seine Visitenkarte ab. Ob Hollywood oder Santa Monica, ob Filmstudios oder Venice Beach, überall vertreten unsere Jungs die schwarz-gelben Farben. Willkommen in Hollywood! The Hollywood tour was nice. Coming here is my first time, so seeing the people, very energetic, so I hope I should come back again. So. Als der dritte hintereinander, hast du das gesehen? Es hat riesen Spaß gemacht, die Jungs sind top und so mal hier das mitzubekommen, wie groß alles ist, wie sie trainieren, ist schon cool und ein paar Würfe zu machen in der Halle, es hat Spaß gemacht. Weiteres Highlight, das gemeinsame Fan-Event von LAFC und BVB. Spieler beider Vereine inklusive und einem ersten Kräftemessen am Kickertisch.
stimmungsvoller Auftakt für den Höhepunkt der Reise. Die offizielle Eröffnung des Bank of California Stadiums. Schwarz-Gold gegen Schwarz-Gelb. Der Los Angeles Football Club gegen Borussia Dortmund. Also ich habe mich total gefreut, dass wir hierher geflogen sind, dass wir auch im Juli nochmal hierher kommen. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, hier das alles kennenzulernen, die neue Mentalität, so das ganze Klima, die neuen Menschen. Auch die Spieler vom LAFC, das waren echt schöne Tage gewesen, weil sie auch sehr offen und sehr aufgeschlossen waren uns gegenüber. Und hat Spaß gemacht und wir freuen uns dann auch auf die Juli-Amerika-Reise. Am Ende steht ein freundschaftliches 1:1. Für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Die Ehrenrunde, abschließende Meter einer langen Saison. Und einer kostet sie bis zur allerletzten Sekunde aus, Roman Weidenfeld. Im Herzen von Los Angeles endet nicht nur die kurze US-Tour, sondern auch eine außergewöhnliche Karriere. Roman wird im Juli fehlen, wenn der BVB wieder nach Amerika reist. Der Vorgeschmack in LA hat schon jetzt Lust auf mehr gemacht.